Hallo, hier ist Günther von Enduro-Motorradtouren und alle wissen wir, ohne Strom läuft nichts. Nicht mal in einer alten Maschine wie der Honda Transalp 600. Strom ist notwendig und zwar nicht für ein Vergasermotorrad. Strom ist vor allem notwendig für unsere vielen Zusatzgeräte. Stichwort Navigation. So ein Garmin oder was immer ihr habt, braucht Saft. Und vielleicht so eine Handy-App braucht auch Saft. Und vielleicht unsere Ersatzbatterien während der Fahrt möchten auch geladen werden. Was tun? An meiner gebraucht gekauften Transalp war deshalb eine 12-Volt-Buchse dran. Sieht aus wie ein Zigarettenanzünder von innen. Das Blöde war nur, es funktionierte nicht. Und ich bin eh nicht so happy, so ein Freund von diesen 12-Volt-Buchsen, war halt alles viel Gewackel. Diese USB-Buchsen, die es gibt, finde ich viel besser, viel geeignet. Die wackeln auch viel weniger, die haften besser. Und ich habe mir gleich eine Doppel-USB-Buchse gekauft im Internet für ungefähr 10 Euro. Und die schraube ich einfach jetzt hin. Brauche allerdings vier Hände, habe ich nicht allein gemacht. Mein Freund Andreas hat mich dabei tatkräftig unterstützt, zum Beispiel um den Tank runterzunehmen und sowas. Also du brauchst schon einfach vier Hände sind besser als zwei. Und manchmal sind nur vier Augen besser, weil sie einfach was sehen und entdecken. Und das haben wir jetzt zusammen hingeschraubt. Viel Spaß beim Gucken und Frage an euch, wo kriegt ihr den Saft an eurem Motorrad her? Wie löst ihr das mit der Navigation? Bis bald, euer Günther.